Hallo Herr Hilbert, Sie sind Geschäftsführer und Inhaber von Hairfree. Ihr Franchise-System bietet dauerhafte Haarentfernung an. Wie machen Sie das? Welche Methoden arbeiten Sie in Ihren Salons? Hairfree, wir sind marktführendes Unternehmen. Die Firma Hairfree arbeitet in Deutschland, Schweiz und Österreich mit knapp 100 Standorten, Instituten, die eine apparative Kosmetik anwenden, und zwar eine dauerhafte Haarentfernung mittels einem sanften, schonenden Verfahren einer Lichttechnologie, die eben nebenwirkungsfrei sie von all ihren Haaren beseitigt, die sie stören, ein Leben lang. Sind Sie damit einzigartig als Anbieter oder gibt es ähnliche Systeme, die das Gleiche machen? Ja, wir sind das erste Unternehmen, das in dieser Art auf den Markt gekommen ist. Wir sind marktführendes Unternehmen mit knapp 100 Instituten. Das ist die größte Unternehmensgruppe. Es ist wie in jedem Wettbewerbermarkt, da gibt es hier und da Unternehmen. Aber wir wenden eine exklusive Methode an, die nur in unseren Instituten erhältlich ist. Wie suchen Sie nach neuen Franchise-Partnern? Wer ist da für Sie interessant? Wer kommt da in Frage? Naja, das ist mit dem Unternehmertum immer so eine Sache. Existenzgründer zu finden, das ist nicht so schwer, aber die richtigen Selektionskriterien müssen bei einem seriösen Franchise-System eben gegeben sein. Seriös heißt, wir sind ja Vollmitglied im Deutschen Franchise-Verband. Wir haben bestimmte Standards und Kriterien, die Franchise-Partner haben müssen. Und das ist zum einen, sind das erfolgreiche Geschäftsfrauen, die eben selbst im Geschäft stehen, an der Front stehen, Verkäufer sind, Verkäufernaturen, die wir dann begleiten in ihrer Existenz. Aber genauso haben wir Management-Typen, so wie ich ins System gekommen bin, damals als Franchise-Partner, die mehrere Standorte führen und nicht an der Front in der Behandlung oder Beratung tätig sind, sondern ihre Mitarbeiter führen, ihre Mitarbeiter einstellen, motivieren und schulen, gemeinsam mit dem Quality-Management und unserer Ausbildungsakademie. Das heißt, Sie sind selbst als Franchise-Partner ins System gekommen. Führen Sie weiterhin selber auch ein eigenes Institut? Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Unser Unternehmen ist noch ein sehr junges Unternehmen. Ich kenne sozusagen alle Franchise-Partner, deren Familien, deren Mitarbeiter. Und ich selbst bin auch während beim Studium in das System als Franchise-Partner gekommen. Und in der Hairfree-Familie kann man auch Karriere im Unternehmen machen. Und so ist es eben der Fall, dass ich mit mehreren Standorten erfolgreicher Franchise-Partner bin und war. Und so ins Quality Management, in die Ausbildung und in Projekte im Marketing mit integriert wurde von der Geschäftsleitung und heute Geschäftsführer geworden bin, vor circa einem Jahr in diesen Bereichen und eben parallel verschiedene Wirkungskreise im System habe. Wie soll es denn weitergehen in der Entwicklung? Wollen Sie weiter wachsen? Gehen Sie noch in weitere Länder? Ja, also es ist so, dass wir in Deutschland, Schweiz und Österreich uns festigen wollen und das ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit 400 Standorten geplant. Also es ist einfach sehr, sehr viel Platz noch auf dem Markt für uns und die großen Städten sind ja auch schon gut besetzt. Wir haben viele Regionen, in denen sie teilnehmen können und die Partner eben expandieren können und dadurch haben wir noch viel vor in den nächsten 10 Jahren. Wenn Sie so viele Partner haben, wie stellen Sie die Betreuung der ganzen Partner sicher? Ja, da gibt es einerseits unser bundesweites Schulungszentrum, die Hairfree Academy. Dort haben Sie Managementseminare, Sie haben Ausbildung, Sie haben auch für medizinisch und biologische Grundlagen bei Dermatologen Schulungen. Wir haben Verkaufsschulungen und vor Ort werden Sie von unserem bundesweiten Quality Management betreut. Das Quality Management ist Ihre Betreuung in Ihrem Standort und da werden sozusagen Tagesherausforderungen des Unternehmertums eben besprochen, geregelt und eben auch gelöst. Das Weitere ist, wir haben verschiedene Regionen, die Partner eben zusammengefasst haben, weil der Hamburger Kunde funktioniert doch auch im Marketing manchmal ein bisschen anders als der Münchner. Und daraus resultierend gibt es bei uns Workshops, wo wir Regionalgruppen von Franchise-Partnern eben in Marketingkonzepte mit integrieren und diese dann auch weiterentwickeln gemeinsam in der Gruppe, die dann wieder im einzelnen regionalen Gebiet eben umgesetzt werden können. Vielen Dank.